Hallo und herzlich willkommen zum Geburtstrauma-Kongress. Ich freue mich heute sehr, mit Jörg Fuhrmann zu sprechen. Hallo, lieber Jörg. Hallo, liebe Lucia. Hallo. Genau, du bist Experte für Krisenbegleitung, Bewusstseinserweiterung und Hypnose, Körperarbeit und noch vieles mehr. Willst du das vielleicht nochmal in eigenen Worten ergänzen, was du noch alles so machst? Ja, machen tue ich viel. Also gelernt habe ich auch viel. Bin seit 20 Jahren in verschiedensten Ausbildungen unterwegs gewesen und auch immer noch unterwegs. Mache gerade die SE-Ausbildung im Kontext von Peter Levine und Soma und NAM und Tuning Board. Das sind so verschiedene Sachen in diesem somatischen Bereich. Da habe ich früher auch schon andere Sachen zugemacht, aber ich habe mich da jetzt nochmal so zu entschieden für so einen dreijährigen Marathon in Fortbildung und habe die ganzen Jahre immer viel mit Körperarbeit gemacht. Ich bin ja ursprünglich Gestalttherapeut. Davor habe ich Sozialwissenschaften studiert und Theaterpädagogik damals. Da war natürlich auch viel Körperarbeit, jeden Tag mehrere Stunden in diesem Studium. Und bin über diese Theaterarbeit, das Theater ist ja letztendlich aus einem Ritual entstanden in der Antike, und bin also dadurch auch verstärkt dann mit dem Thema Schamanismus in Kontakt gekommen und habe mich da auch praktisch und theoretisch sehr umfassend mit beschäftigt. Und habe dann eben verschiedene Ausbildungen gemacht, auch im Bereich der transpersonalen Psychologie, darauf aufbauend, bei Claudio Naranjo zum Beispiel oder Stanislav Grof. Und bin auch selbst immer einen praktischen Übungsweg gegangen im Bereich der Mystik und Kontemplation bei Willigis Jäger als Schüler. Und habe versucht, irgendwie immer so diese zwei Ebenen, sage ich jetzt mal, diese weltliche, diese horizontale und die vertikale Achse, die ich jetzt mal so diese transpersonale nenne, zusammenzubringen. So, und für diese, auf dieser weltlichen oder horizontalen Achse, da habe ich eben verschiedene Ansätze wie Gestalt, systemische Arbeit und so weiter. Ja, und wie gesagt, und die transpersonale, das ist dann so für mich eine ganz wichtige, elementare Ebene gewesen, die für mein Verständnis basierend auf meinem Lebensweg, auf meinen eigenen Erfahrungen, ja, einfach ein ganz essentieller Baustein, sage ich mal, des Menschseins ist und ausmacht. Und ich glaube, die wichtigsten Fragen können wir nur dort beantworten. Das geht nicht auf der vertikalen, auf der horizontalen Achse, es geht nur auf der vertikalen Achse. Beziehungsweise in der Verbindung, in der Schnittstelle. Ja. 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 Und Trauma bietet ja oft diese Verbindung, diese Schnittstelle. Ja. Also wenn wir ein Trauma erleben, kommen wir genau auf diese Vertikale, ne? Ist das? Ja. Kommen wir genau daran. Und was ist deine Erfahrung mit Geburtstrauma, also mit deinem eigenen oder generell? Ja, mit dem eigenen, das ist ja immer so eine Sache. Die klassische Psychologie sagt ja, wir können uns daran grundsätzlich erstmal nicht erinnern, weil die Gehirnstrukturen dafür noch gar nicht vorhanden sind. Und das hatte ja auch so zur Folge, dass man im letzten Jahrhundert, sage ich mal, die meiste Zeit über davon ausgegangen ist in der modernen Psychologie, dass im Mainstream, dass das überhaupt keinen Einfluss hat. Ja, also das hat man ja Anfang des Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts auch völlig verleugnet, dass die Mutter überhaupt irgendwie wichtig wäre, ne, im Vergleich zum Vater. Und die Geburt als solches, das zu behaupten, da hat Otto Rank dann ja bei Freud seinen Status für eingebüßt, dass er dann da das in den Raum gestellt hat als Erster, dass das eine Wichtigkeit überhaupt hat. Und so ist das für mich eigentlich, also so weit weg, wie das, glaube ich, im Mainstream auch war, so war das für mich auch eine ganze Zeit. Und ich habe da lange, für mich war das eigentlich ein langer Rückweg, muss ich sagen, zum Anbeginn meines Lebens und auch zu dem Ursprung vom Menschsein überhaupt, könnte man sagen. Ja, das gehört für mich auch so zusammen. Und ein Stück weit auch eben, wie ich finde, das moderne Leben, wie sich das eben auf einen Irrweg begeben hat. Das hat quasi für mich, gehört das alles so zusammen. Und meine eigene Erfahrung war eben die, dass, also da gibt es mindestens jetzt
zwei Erfahrungen, will ich mal sagen. Wenn nicht, vielleicht auch könnte man sagen drei, also je nachdem, wie man das aufschlüsselt. Meine Mutter ist operiert worden, während sie mit mir schwanger war. Am Eierstock operiert worden. Und das ist natürlich schon mal ein Eingriff, der auf jeden Fall massiv ist. Mhm. Dann auch für das ungeborene Kind natürlich auch eine Bedeutung hat, ganz klar. Alleine schon die Narkose. Und ja, und dann bin ich eben zu früh geboren worden. Und wie das dann eben, und dann bei der Geburt oder nach, also dann danach war die Lunge nicht voll funktionsfähig. Und da hatte ich mit Pim van Nommel mal drüber gesprochen und der hat dann auch gesagt, dass sowas häufig schon Nahtoderfahrungen sind, an die man sich hinterher zwar nicht bewusst erinnert oftmals, aber oder in der Regel, aber ist ja klar, wenn du rauskommst und dann wird die Plazenta noch zu früh abgeschnitten, dann ist die Lunge häufig noch gar nicht, noch nicht bereit. Und das ist natürlich erstmal ein Schock. Also das Ganze ist ja sowieso ein Schock, wie es abläuft, häufig in unserer Kultur. Alleine die Lautstärke, das Licht, das grelle Licht, der Stress, der dann in diesen Räumen, dieses Getaktete und so weiter, was dann da vorherrscht. Ja, und da bin ich dann für mich, also gerade auch an diese Brutkastenerfahrung danach, wie das in den 70ern halt so war, da durften die Eltern dann ja noch nicht mal in den Raum rein. Da konnte man dann nur an der Scheibe stehen und sagen, aha, der 8. Kasten von links oder so. Ja. Und da bin ich also über Atemprozesse und auch über Erfahrungen mit psychedelischen Substanzen und in Meditationen bin ich zumindest in die Nähe gekommen. Und ich habe das Gefühl, also in den Atemprozessen war ich schon sehr dicht dran. Also es ist für mich so, ist diese Atemarbeit und auch die Arbeit mit Substanzen, die ich habe machen können für mich selber, das ist also im schamanischen Kontext gelaufen, im Ausland, also wo es legal ist, damit zu arbeiten, da habe ich da sehr viel für mich finden können. Mhm. Ich denke, über reine Gesprächstherapie ist das nicht möglich. Das Minimum, was es meines Gefühls nach braucht, ist dafür eine Körperarbeit, weil das ja, wie gesagt, nicht hier sitzt, sondern es sitzt eher im Zellbewusstsein, im Leib. Ja. Ja, und genau, manchmal tauchen natürlich auch Bilder auf. Dann ist halt so ein bisschen die Frage, wo kommen die jetzt her? Also das muss man dann vielleicht ein bisschen offen lassen. Ja, also man weiß jetzt halt kognitiv, da ist was gewesen oder das und das ist gewesen. Jetzt hat man eine Erfahrung und dann fängt natürlich auch das Bewusstsein an, jetzt was zu produzieren. Ja. Ob das jetzt konkret dann so stimmt, das würde ich immer nochmal offen lassen. Aber wenn es in dem Moment in so einem Arbeitsprozess hochkommt und die leibhaftige Erfahrung dazu passt, und dann ist es meistens stimmig, so würde ich sagen. Ja. Hm. Genau. Von dem Moment an, wo die Empfängnis da ist und eine Frau dann das realisiert und damit losgeht und sagt, so ist es jetzt und sich dann in den Turnus begibt. Ne? Also ab da habe ich den Eindruck, läuft das System ja so auf Hochtouren, eine Verunsicherung herzustellen, dass die Frau im Grunde von ihrer eigenen intuitiven Wahrnehmung wegkommt. Ja. Und das System ist dann halt auf eine bestimmte Weise getaktet und will in diesem Takt dieser Maschinerie das Ganze eben abwickeln. Und da ist die Verunsicherung, glaube ich, manchmal auch ein Mittel zum Zweck, um dann das so zu machen, zu können, wie es dann eben gemacht wird. Und in dieser Art von Taktung. Ja. Und das hat ja immer auch was mit Entfremdung zu tun. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Hauptgrund, warum die Hebammen auch so torpediert werden, weil die ja eher so ein, für mein Verständnis, ich habe auch mal mit einer zusammengewohnt, die hat ein Geburtshaus geleitet mit. Also für mein Verständnis ist das so, die sind die so die Verkörperung von diesem Rückbesinnen auf diese eigene, ja, dieses eigene instinktive weibliche Urbewusstsein. Mhm. Und ich hab einfach den Eindruck, dadurch, dass man denen das jetzt so verunmöglicht, auch
mit diesen ganzen juristikativen Fragen, die es da zu bewältigen gibt und was ja teilweise sowieso kaum machbar ist, dann noch, da möchte man das einfach dann so auf Spur bringen. Ja. Und es ist natürlich so, also wenn man in einem System die Geburt als solches kontrolliert, könnte man sagen, kontrolliert man im Grunde auch die Menschen im Grunde, ne, von Anfang an. Ja. Ja klar, indem wir sie von Minute eins entfremden, ja, genau, sind sie entfremdet. Und ein entfremdeter Mensch wächst ganz anders auf als ein, genau, nicht entfremdeter in Verbindung mit sich selbst, der, ja, auch selbst Entscheidungen von Anfang an eben über sein Leben trifft, indem, genau, er entscheidet, wann er seine Lungen benutzt, wann er geboren wird, wie, genau, wenn diese ganzen, ja, Entscheidungen ja von Anfang an beeinflusst werden von außen, ja klar, das ist dann von Anfang an von außen beeinflussbar sozusagen, oder, ja, weiß man nicht so. Genau, ja, ja. Also das macht ja alles was mit der Bindung auch, vor allem wenn die Mutter dann so verunsichert wird. Die Frau kann ja auch von sich aus schon verunsichert sein, was die Schwangerschaft als solches angeht. Vielleicht, weil sie jetzt irgendwie sich mit dem Mann nicht sicher ist oder weil sie in einer schwierigen Lebenssituation drin hängt oder weil es zu früh ist ihrer Meinung nach und sie vielleicht gar kein Kind will. Was weiß ich, ja, kann ja alles Mögliche sein. Oder irgendwie eine eigene Krankheit oder ja, ne? Finanzielle Nöte, kann ja alles Mögliche eine Rolle spielen. Und das kann im Grunde schon, oder wenn die Frau das überhaupt nicht mitkriegt, das gibt es ja auch, dass manche Frauen erst in der, ich weiß nicht wie viel, in Schwangerschaftswoche im zweistelligen Bereich irgendwann erst mitkriegen, oh, ich bin ja schwanger. Und da fehlt also dann häufig so diese Bindungsqualität, die da schon auch total wichtig ist. Also das ist so, wenn du dann da bist, aber irgendwie bist du nicht da, weil du nicht gesehen wirst. Ja, ja. Ja, ja, auch ganz eklatant, ja. Ja, dass da die Geburtsmedizin oft sozusagen den Fokus vom Kind abzieht, eher nach außen, zu den, ja, Meinungen von außen, oder? Ja, und... Ja, und... Ja, sag. Wenn du natürlich Menschen hast, die dann auf eine gewisse Weise so früh... ja, durch diese ganzen Maßnahmen, die dann gemacht werden. Zum Teil sind die auch sehr wichtig und lebenserhaltend, das ist überhaupt keine Frage. Aber bestimmte Dinge sind, halte ich persönlich, in meiner, ich sag's mal, als medizinischer Laie, ne, also halte ich aber von der rein, von dieser psychoseelischen Perspektive aus, würde ich die schon als schwierig bezeichnen im Sinne von, ja, Persönlichkeit, Resilienz, Selbstbewusstsein und solche Dinge. Und da denke ich mir, gut, da kann man Menschen aber halt auch eben zu guten Konsumenten miterziehen, ja, weil die eben sehr schnell ihr Glück im Außen suchen. Und ja, ja, dann jemanden, der in sich selbst mit einem Urvertrauen verwurzelt ist und eine gute Bindung hat, der braucht jetzt nicht wahrscheinlich jede Woche das neueste Handy oder so. Ne? Ja, ja, ja. Oder die neueste App. Ja, das verdeutlicht nochmal, wie wichtig es eben die Geburt ist. Also die ist das Fundament von dem, worauf wir wachsen und auch das Fundament dann von Defiziten, die wir von Anfang an erfahren, die wir dann versuchen immer wieder zu füllen durch äußere Dinge, die uns aber nicht wirklich satt machen. Genau. Und ja, wie, wenn ich jetzt nochmal zu deiner Geschichte zurückkomme, ich habe, du hast schon von der Nahtoderfahrung im Mutterleib gesprochen oder auch nach der Geburt. Und ich habe auf deiner Internetseite gesehen, dass du das dann, also oft sind ja diese frühesten Erfahrungen, die rekonstruieren sich sozusagen im Leben. Ja. Du hattest dann auch geschrieben, glaube ich, dass du mehrere Nahtoderfahrungen auch hattest dann wieder. Ja, eine definitive, an die ich mich auch eben konkret erinnere. Mhm. Und danach hatte ich dann irgendwie zig andere Sachen, wo irgendwelche Unfälle eine Rolle gespielt haben und sich Krankenhausaufenthalte und wo ich heute im Nachgang, wenn ich da drüber gucke, sagen würde, das ist schon wie so eine Art Wiederholung oder Reinszenierung davon. Ja, und konntest du das lösen, indem du das, wie konntest du das lösen? Also wie kommst du aus diesem Schicksalszwang sozusagen heraus? Ja, ich bin da immer sehr vorsichtig mit diesen Aussagen, dass man das mit ihr irgendwo machen kann. Natürlich haben viele Therapeuten eine Marketingstrategie am Laufen, wo es dann heißt, damit kannst du das machen. Manche haben auch vielleicht einen Größenwahn oder so. Ich würde das, glaube ich, in Demut betrachten wollen und sagen, okay,
ich habe da mein Leben lang irgendwie, habe damit gearbeitet auf unterschiedlichsten Wegen und mit unterschiedlichsten Zugängen. Ich hätte nicht das Gefühl, dass ich das gelöst hätte, sondern wenn überhaupt, hat es etwas gelöst, also auch von der transpersonalen Achse. Und ich mit meinem kleinen Ich würde auch nie behaupten, dass ich dieses große Ganze jetzt im Griff hätte, dass nicht nächste Woche irgendwo was anderes wieder passiert, was wieder da in dieses Feld irgendwie, das wieder was aufmacht und was losgeht. Das maße ich mir nicht an. Also ich denke, wir sind ein Wimpernschlag im Universum und natürlich haben wir einen Einfluss, überhaupt keine Frage. Aber ich habe häufig auch den Eindruck, dass es teilweise sehr positivistisch ist, was so dazu gesagt wird von Fachleuten. Und ich glaube, wir haben weitaus weniger unter Kontrolle, als wir gemeinhin meinen. Also, ja. Oder als unser Neokortex meint. Ja, ja, komplett. Ja. Ja, aber Trauma passiert ja schon auch, also so verstehe ich das oder habe ich es auch selber erfahren, schon immer wieder mit so einer, na nicht einer Botschaft, aber es macht schon immer wieder auf was aufmerksam. Und das stimmt. Das ja. Meine ich eigentlich. Wie konntest du für dich, also wann hast du gemerkt, okay, das, was passiert, die Nahtoderfahrung oder alles, was so mir immer wieder passiert, was hat das eigentlich mit, also viele denken ja, okay, ich armer Mensch, warum passiert das mir, sage ich mal. Und ich meine nur, wie bist du darauf gekommen, dass das was mit deinen frühesten Erfahrungen auch zu tun hat? Also gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment oder einen Initiationsmoment, wo du gemerkt hast, okay, das ist hier was, was sich immer auch wieder rekonstruiert? Es gab eigentlich nicht den Moment. Es war eher ein Prozess. Es war wirklich eher ein Prozess über Jahre, wo ich immer mehr so Schlüssel- und Puzzleteile gefunden habe. Und es gab schon immer so Peaks, so ne, Gipfelerfahrungen, auch so wie so Durchbruchserfahrungen. Auch Erfahrungen, wo ich dann gedacht habe, wow, jetzt ist es durch, jetzt hast du es. Und ganz, ganz sicher war. Und weiß ich nicht, ein Jahr später oder 5 Jahre später oder so kam wieder irgendwie sowas in der Richtung mal auf das Tablett. Und ich dachte, okay, das schrappt jetzt wieder an dem Feld rum. Ich habe aber für mich auch verstanden, dass dass das eine Art Inkubator ist für wie du gerade gesagt hast, für Persönlichkeitsentwicklung. Die Monica Wickman, eine Psychologin aus Amerika, die Jungianerin ist, die ich auch persönlich sehr schätze, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Pregnant Darkness. Und das finde ich so, das finde ich sehr passend dafür. Also das ist im Grunde so ein, ich würde mal so sagen, so eine Haltung von herzlich willkommen zur Krise zu sagen und gleich den Blick auch versuchen zu wenden auf das mögliche Potenzial, was da jetzt drin liegt, anstatt zu sagen, okay, das will ich jetzt nicht mehr, jetzt muss ich irgendwas tun, damit das auf keinen Fall mehr eintritt. Mhm. Und letztendlich ist eine Krise ja auch nur ein Prozess von einem Zustand in einen anderen. So, das wir sind also so ein bisschen wie fortwährende Raupen, die immer wieder Schmetterlinge werden. Und das wäre so, als wenn die Raupe jetzt sagen würde, nee, den Mist, den mache ich nicht mit. Mhm. Ja, was muss ich tun? Okay, könnte ich mich schockgefrieren, damit ich jetzt da nicht mehr in diese Transformation muss? Ja. So, und ich glaube, dass ich glaube, wir sind einfach hier und in diesem weltlichen Prozess, um dazu Ja zu sagen. Ja. Was immer auch passiert, womit ich nicht sagen will, dass das jetzt tolle Erfahrungen sind, um Gottes Willen. Also diese Erfahrungen sind ja häufig abgrundtief schwierig und da braucht man dann teilweise auch Unterstützung, um da durchzukommen. Das wird ja dann häufig auch sehr positivistisch umgedeutet, dass das jetzt alles ganz tolle Erfahrungen sind und sein müssen. Das würde ich jetzt so auch nicht sehen wollen, aber ich würde denken, dass wenn sich etwas wieder immer wiederholt, auf ähnliche Weise, metaphorisch oder real, dann ist darin eine Essenz und etwas Konkretes, wo du dran wachsen darfst. Ja. So, jetzt mal an die Zuschauer gesagt. Ja. Genau.
Genau, das macht uns nämlich dann auch unabhängig, wenn wir in der Krise immer wieder auch das Potenzial oder suchen. Muss ja nicht sein, dass wir das gleich finden, aber dann, dann hört dieser Vermeidungsimpuls auf, dass wir nur noch das Gute wollen, weil dann sind wir einfach bereit, weil wir wissen, okay, was auch immer das Leben uns schenkt, irgendwo ist da auch immer eine Kraft drin oder ein Potenzial. Ja, ich glaube, das ist viel mehr als zu schauen, wo ist die Lösung, dass wir das nicht mehr haben, sondern eher, das ist so was Unabhängiges. So, dann können wir überall reinspringen, aber es ist trotzdem schwer. Also ich will das nicht vereinfachen. Ja, ja, klar. ich würde auch sagen, das ist so ein bisschen was, was ich vielleicht eher als so eine Art, die Frauen mögen es mir verzeihen, als so eine Art weibliche Intelligenz beschreiben würde, die ja Männer auch haben. So. Also nur bei Frauen war die ursprünglich wahrscheinlich mal ausgeprägter. Aber ich erlebe viele Frauen, die das mittlerweile auch sehr verloren haben. Das heißt also, damit meine ich nicht nur einen Zugang zum Beckenboden oder überhaupt zum Beckenbereich und zum Bauch und auch zur Herzintelligenz, sondern damit meine ich auch einen Zugang wirklich so zur Tiefe des Seins im Sinne von Urvertrauen, von Erdverbundenheit und gerade eben darauf vertrauen, dass dieser Weg ins Dunkle der Mutter Erde, auch wenn das jetzt noch so schauderhaft ist und noch so gruselig ist und der Gipfel mit der Sonne viel schöner wäre, dass gerade der Weg in dieses Dunkel hinein was bereithält, was für mich wirklich wichtig ist. Ja. Und das wäre jetzt auch dann eben von der Art der Denke her eher etwas Spiralförmiges, als dieses linear-kausale Positivdenken. Ja. So, ne? Und das passt ja auch zur Geburt. Ja, das ist momentan sehr hip, so. Das hilft mir auch nicht weiter, das positive Denken. Aber was mich jetzt gerade, was du gesagt hast mit dem Dunklen und auch wieder so ins Ungewisse hinein sich begeben, das ist ja auch genau das, was wir brauchen, um in Vertrauen zu gebären. Also das ist ja auch das, was sich genau so zeigt, wie wir Frauen dieses Vertrauen nicht haben und dann ins Krankenhaus gehen. Genau. Das spiegelt sich ja genau da wieder. Und wenn wir da wieder bereit sind, auch in die Dunkelheit zu gehen, dann brauchen wir das Außen, die ganzen Retter um uns herum nicht mehr. Das ist eigentlich gar nicht wirklich retten, sondern das ist halt so eine scheinbare Retter, oder scheinheilige Retter oder wie auch immer. Also Also diese Geburtstrance, die kann dann gar nicht eintreten. Ne? Genau, die kann dann nicht eintreten, ja. Und da ist so eine Hypnose, von der du ja auch viel sprichst, da ist so eine Massenhypnose. Also ist jetzt nicht, da sind die Frauen nicht schuld. Das ist ja auch im Patriarchat entstanden oder generell so ist es halt einfach generell, dass die auch den Männern das Weibliche ist ja auch unterdrückt, der weibliche Anteil. Das können wir aus dieser Massenhypnose aufwachen, dieses, was hast du da für oder Ideen? Ich bin mit kollektiven Heilsstrategien und Botschaften sehr vorsichtig, weil meistens haben diese Versuche in Mord und Totschlag geendet. Okay, ja. Wenn man also den optimalen Menschen machen wollte und das war nicht nur in Deutschland so, das ist bei den Roten Khmer und überall, also Stalin etc., also da möchte man also nicht dabei gewesen sein. Deswegen bin ich mit sowas sehr, sehr vorsichtig. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass aktuell auch wieder so eine Tendenz angestoßen wird, wenn man versucht, irgendwie im Kollektiv jetzt etwas so zu erzwingen. Auch wenn es für eine gute Sache ist. Die ganzen Millionen Toten waren immer vordergründig für gute Sachen. Also man wollte immer irgendwas ganz Tolles machen. Und und das ist, finde ich, schwierig. Und ich glaube auch, wenn man das ernst nimmt, also die Geschichte diesbezüglich ernst nimmt, eben genau in diesen Verläufen, dann ist gerade diese verordnete, dieses Aufoktroyierende, das muss man weglassen, denke ich. Was meinst du mit dem letzten Satz?
Ja, also diese Idee, wir müssen jetzt irgendwas machen, damit das im Kollektiv, damit alle jetzt da irgendwie auf diese richtige Spur kommen. Ja, okay, also du meinst so eine Massenbewegung gleich schon so. Ja, Massenbewegung, da, Le Bon kann man ja mal dazu lesen über Massenpsychologie. Massenbewegungen sind per se problematisch, Ja, das ist gut, dass du grundsätzlich. darauf aufmerksam machst, ja. Ja, aber Dass das ist. wir eben nicht, denn wir denken, wir wollen das Gute, ja, das ist meistens, wenn wir Ja, davon meistens, zu überzeugt sind, ich dann. meine, Stichwort Französische Revolution. Ja, also, so, da haben so viele Leute ihren Kopf dann verloren, ne, am Ja. Ende des Tages und so. Und bei Goethes Faust, das ist ja auch, ne, wie war das, die gute Kraft, die das Gute will und stets das Böse schafft oder was andersrum. Also das kehrt sich auch ständig ins Gegenteil um. Das ist ja auch das Paradoxe. Bonhoeffer hat das ja im Lager damals auch geschrieben, wo die Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Also das funktioniert paradoxerweise in beide Richtungen. Deswegen habe ich auch ein großes Vertrauen darauf, dass auch in Krisen immer noch irgendwie, Levin nennt das ja dieser Gegenwirbel, dass es diese Gegenkraft gibt, die dann auch entsteht. Nur, das ist genau das auch, was mit dem positiven Denken, was wir gerade hatten. Wilber sagte das ja auch, dass diese Leute eigentlich vernarrt sind in das Böse oder das Dunkle, anstatt in das Gute. Sie fokussieren sich da zwar vermeintlich den ganzen Tag drauf, aber das andere sehen sie ständig irgendwo hinter der Ecke hervorlugen oder unter der Tür hervorkriechen und dann, wie so jemand, der eine Schlangenpsychose hat, stopfen sie dann die Handtücher unter die Tür, damit die Schlange jetzt nicht reinkommt. Ja, und wenn Sie die Schlange vielleicht mal reinlassen würden, würden Sie merken, es ist nur eine Ringelnatter oder ich weiß nicht was und es nicht die ganze Zeit die ne, Ritzen zu machen. Ja. Ja, vor allem ist das positive Denken ja auch etwas, was gar nicht so richtig funktionieren kann, weil wir haben ja nicht nur Positives, also wir haben ja eben Licht- und Schattenseiten und wenn wir, Ja. also dann verneinen wir das ja auch in uns selber und dann kann es ja auch so sein, dass wir dann das ins Außen projizieren, also das, was in uns ist, nicht in uns wahrhaben wollen, sondern immer das Schlechte oder Böse nach außen Genau. Genau. projizieren. Und die Frage ist ja sowieso, was ist überhaupt positiv? Ja, sowieso, ja, das ist. Ja, also da ist wieder jetzt mein Ego oder mein Ich-Bewusstsein hat jetzt mit einem bestimmten Horizont von Bewusstsein gerade jetzt mal eine dualistische Aufspaltung vorgenommen, hat gesagt, das ist gut, das ist nicht gut. Also das wäre jetzt so dieses perinatale Bewertungssystem. Ja, will ich nicht. Lust, Unlust. Die Frage ist ja, ob man aus diesem Bewertungssystem auch irgendwann mal aussteigen könnte. Okay, also wenn das jetzt auf Geburt, ich muss das jetzt kurz, also wenn wir Ja. jetzt sagen, das ist die natürliche stärkende Geburt und das ist die nicht so stärkende Geburt, dann meinst du, dass das sagen wir ja jetzt hier auch in dem Interview, dann würdest du sagen, das ist sozusagen alles innerhalb einer Matrix, die Geburt. Ja. Und du meinst aussteigen aus der Geburtsmatrix, also inwiefern, Nee, wie? ich meine aus diesem pränatalen Bewertungsmuster, das in uns ja angelegt ist. Wenn wir da sind, dann können wir, also unser Organismus entscheidet einfach ganz instinktiv, für will ich und will ich nicht. Gefällt mir nicht. Ja. Der Platz, den ich da habe, gefällt mir, so wie ich jetzt da liege. Die Temperatur gefällt mir. Die Sauerstoffzufuhr ist passend. Meine Mutter ist entspannt. Ich bin auch entspannt. So, und wenn die Mutter aber anfängt, irgendwie zu trinken oder zu rauchen oder ständig mit ihrem Handy oder in der Schweiz sagt man Nattel, vor ihrem Bauch rumfummelt und da die ganze Zeit am Senden ist, werde ich da drin die ganze Zeit bestrahlt, sofern die Mutter keine Abschirmunterwäsche anhat. Und ja, das sind dann Dinge, die mir dann da drin nicht gefallen. Zu Recht. Ja. Aber viele Menschen, das wollte ich einfach damit sagen, bleiben für den Rest ihres Lebens in diesem dualen Bewertungssystem hängen. Und da gibt es eben auch die Chance, über Achtsamkeit, Meditation, solche Dinge zum Beispiel, irgendwann aus diesem Muster mal auszusteigen. Und zu sehen, okay, auf dieser Erde spielt sich alles quasi in Polaritäten ab. Es geht gar nicht anders. Wir haben diese polaren ja, Punkte und Positionen. Und wir können möglicherweise uns die verschiedenen Positionen einfach mal anschauen oder können uns irgendwo in der Mitte verorten
Und es gibt auch eine Metaebene, auf die man mal gehen könnte, um sich die Dinge anzuschauen, ohne direkt immer Pro und Contra sein zu müssen und ohne direkt immer identifiziert sein zu müssen. Mhm. Ja, das war die Aussage. Klar fände ich es gut, grundsätzlich strukturell Dinge zu verändern. Also wenn man jetzt zum Beispiel geburtstechnisch in der Richtung, ne, dass wir da ein anderes Bewusstsein kriegen, das wäre sehr wünschenswert. Ne? Und überhaupt, dass man die Mutterschaft als solche viel mehr würdigen würde. Weißt du, wenn da, ich glaube, in der Schweiz sind es die 3 Monate, die bezahlt werden, in Deutschland ist ein Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Also das ist ja sehr, sehr rudimentär, wenn man überlegt, wie wichtig die ersten 3 Jahre sind. Ja. Ja, da gibt es ja mittlerweile zig Untersuchungen zu und auch Studien von den ganzen Kinder- und Jugendpsychologen auch und so weiter, was das für Bindungstraumata macht. Es gab irgendwie in Zürich wieder eine neue Studie, da ist man von ausgegangen, dass die Hälfte der Schweizer bindungstraumatisiert sind. Ja. Und ich denke nicht, dass das in Deutschland besser aussieht. Nee. Ja. Ja, und also wenn man unter 3 Jahren eben in die Kita gegeben wird, das ja, man kann auch nicht mal zwischen sich und der Außenwelt und den anderen unterscheiden. Und ne, also da schreit dann einer und schreien alle. Und das ist ja, ja, oder gerade so ein paar Monate alte Babys werden da abgegeben. Ne? Ich habe viele Mütter auch in Seminaren gehabt, die total zerrissen waren zwischen diesem, ich muss Karriere machen, und dem eigentlichen instinktiven Bauchgefühl, eigentlich will ich bei meinem Kind sein. Ja. Hm. Ja. Ja, du hast ja schon ganz am Anfang auch gesagt, dass wir uns so immer mehr von uns selbst entfremden und eigentlich auf so einem Irrweg auch sind. Also, und das ist ja auch dieses Symptom von diesem Irrweg, dass wir da halt so einfach sehr zerrissen sind. Das ist halt nicht, und also was mich jetzt trotzdem gerade noch, ich will es gar nicht weiter ausführen, aber ich merke noch so eine Ohnmacht gerade darüber, dass wenn wir denken, wir wissen, wie wir die Welt verändern können, dass es dann, das bremst jetzt gerade irgendwie so, wenn wir dann schon wieder denken, ja, es haben so viele mit so einer Botschaft oder mit so einem Denken dann die Welt ganz schlecht gemacht. Ne? Also was können wir denn dann machen? Das ist so gerade bei mir noch, das musst du gar nicht beantworten, aber das merke ich, das ist so, das da ist ja, du machst es ja trotzdem auch. Also du machst ja versuchst. Ja, ja. Watzlawick hat mal gesagt, wenn man seine Meinung absolut stellt, dann kommt man ziemlich schnell bei Stacheldraht und Krematorien an. Ja, wahrscheinlich geht es nicht um die Meinung, sondern um unsere Erfahrung, indem wir mehr über unsere Erfahrung und darüber, wie wir uns fühlen, sprechen und nicht sagen, ja, ich habe eine Meinung. Das ist was ganz anderes. Ich glaube, dass viel Kriminelles oder viel Totschlag auch auf einer Meinung basiert, die vielleicht gar nicht wirklich gefühlt ist. Also das ist keine... Oh, ich glaube, viele Leute, die die Hexenverfolgung betrieben haben, die haben total gefühlt, dass das super richtig ist, dass die Alte da jetzt brennt, weil die sonst uns total bedroht mit ihren magischen Kräften. Ja. Und wir machen das Beste jetzt. Wir machen das Beste. Ja, aber die Meinung, das ist richtig, das ist vielleicht, das ist ein schwieriges Thema. Das ist, glaube ich, was, wo wir uns ganz viel, wo wir jetzt sozusagen das zeigen, wie schwierig es ist. Ja. Wir müssen das jetzt ja auch gar nicht lösen, aber. Nee, können wir auch nicht. Sozusagen alle mitdenken, ja. Was dann eigentlich passiert, weil das ist eigentlich eine schwierige Frage irgendwie, die wir jetzt gerade hier lösen. Das ist auch. Richtig, was du sagst. Also klar, das ist echt, das zu auseinanderzuhalten ist. Gefühle und Gedanken jeglicher Art sind halt eben sehr anfällig für Störmanipulationen und alles Mögliche. Und man ist sehr schnell in einem Gefühl, dass man die absolute Wahrheit damit gepachtet hat. Ja. Das ist einfach so. Ja. Und je nachdem, was du für eine Konditionierung abbekommen hast, ist das auch dann ein Dauerprogramm. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele Täter, ich habe mit Frauen, die Silvester Köln erlebt haben, 2015 gearbeitet. Ne? Und da gab es irgendwie 1750 Anzeigen und ich weiß nicht, wie viele Täter dann hinter den Verhandlungen gesagt haben, wieso ist doch nur eine Frau? Ne, so. Und das sind so Programme, das ist wirklich wie
ja, ein Stück weit sind diese Programme, die so früh auch indoktriniert wurden, teilweise wie Mind Control oder Brainwash, ne? Und das wussten alle Diktaturen dieser Erde, dass man je früher man den Menschen dahin bekommt, bestimmte Dinge zu indoktrinieren, also oder je früher man die Jugend nutzen kann für bestimmte Agendas, ne? Das haben die ja alle gemacht. Hitlerjugend und so weiter hatten wir ja alles, Bund deutscher Mädels und so, oder in der DDR auch en masse, also dass man die Jugend genutzt und mobilisiert hat für bestimmte politische Programme und das sitzt ein Leben lang drin. Hm. Und das ist eben sehr, sehr schwierig. Und von daher denke ich, Schopenhauer hat mal sowas gesagt wie, es wird erst wieder was zu hoffen sein, wenn die Menschheit so ehrlich geworden sein wird, dass sie den Religionsunterricht erst ab dem 15., 16. Lebensjahr vermittelt. Müsste man heute vielleicht auf 25, 26 hochsetzen, weil sich das, glaube ich, verschoben hat. Ich habe nicht den Eindruck, dass man mit 18 heutzutage erwachsen ist unbedingt. Hm. In dem Sinne, wie das früher mal so gedacht war. Und ich glaube, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, vielleicht nochmal eine Idee als Lösung. Also ich glaube schon, dass wenn jemand was selber in der Entwicklung tut, für sich und in seinem näheren Umfeld, dass er zwangsläufig eine Auswirkung hat auf alle anderen um ihn herum. Da gab es auch früher mal Studien zu, wenn jemand quasi in so einem Samadhi-Zustand ist, also sprich erleuchtet oder beleuchtet, dass wenn der dann da in einer Straße lebt, welche Auswirkungen das auf die Straße hat und dann auf das Dorf oder auf die Stadt. Und das war immens. Und da bin ich nach wie vor von überzeugt und deswegen bin ich überhaupt nicht hoffnungslos, was das angeht, dass wir dadurch, dass wir selber uns verändern und entwickeln, also einfach aus uns heraus wirken und strahlen auf alle anderen. Damit kann ich jetzt voll, jetzt habe ich es wieder. Ja, wir sind Leuchtturm, wir leuchten und wir müssen aber nicht anderen dazu zwingen, uns zu folgen. Genau, das ist, jetzt habe ich es auch wieder. Genau, also wenn du, ich hatte mal einen Zen-Lehrer, der hat das so schön auf den Punkt gebracht, der sagte, es gibt drei Sorten Holz. Ich habe mich da lange gegen gewehrt. Ich glaube aber, er hat recht. Es gibt drei Sorten Holz. Die erste ist so nass, da kannst du machen, was du willst, die kriegst du einfach nicht ans Brennen. Die zweite ist feucht, die kriegst du kurz an und die flackert kurz und geht aber nach ein paar Tagen wieder aus. Die dritte, die ist so trocken, da brauchst du nicht viel sagen, die brennt einfach. Mhm. So als so ein Koan, ja. Mhm. Und ich glaube, so ist das. Also, dass wenn man auf diesem Weg ist, dann ziehst du Leute entsprechend in dein Feld oder die Menschen spüren, dass sie in deinem Feld was finden, eine Resonanz dazu zu ihrem Feld wiederum finden. Das ist immer eine Wechselbewegung natürlich. Und dann geht man irgendwie ein Stück miteinander und befruchtet sich im doppelten Sinne gegenseitig vielleicht. Ja, und dann geht der eine wieder da lang, der andere wieder da lang. Ja. 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 Schön. Also das war jetzt die Rettung. Ja, genau. Eine kurze Reise in die Unterwelt und zurück. Ich habe mich kurz entmachtet und ohnmächtig gefühlt. Jetzt habe ich wieder mein Licht gefunden. War kurz, genau. Ja, aber das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Wenn du das jetzt gerade beschreibst, also kannst du ja mal beschreiben, wie du das jetzt gerade erlebt hast. Naja, ich habe kurz echt die Orientierung verloren und dachte aber ich will doch was Gutes tun und habe mich dann gleichzeitig gebremst gefühlt, dass ich damit aber jetzt raus darf, so von wegen, das ist ein Programm wahrscheinlich angegangen, so ich habe gleich, wenn ich das mache, dann bin ich ja ein böser Mensch sozusagen. Mhm. Dann habe ich mich gerade, wie ich gesagt habe, ohnmächtig plötzlich gefühlt, ich so, was mache ich denn jetzt? Und eigentlich weiß ich das mit dem Leuchtturm und ich habe es in dem Moment dann vergessen als du. Also ich bin dann sozusagen zu dir rüber und habe dich dann vielleicht, bin kurz, war einfach plötzlich weg. So, ich habe kurz Orientierung verloren. Ja. Und jetzt habe ich es wieder. Warte mal und stopp mal. Ja. Und was hast du da in dir gespürt? Hast du das gespürt? Eine Irritation. Und wie spürt sich eine Irritation an? Es war so ein bisschen wie Ertrinken, so ganz bisschen. Also es war wirklich so ein bisschen
Ich habe auch mich ein bisschen entblößt gefühlt, weil ich, das wird ja alles aufgezeichnet. Aber gleichzeitig habe ich gewusst, ich will ja, ich mache, also ich merke, ich bin getriggert irgendwie und ich mache das jetzt trotzdem. Also ich will das jetzt kurz klären. Also wenn ich jetzt darüber hinweggehe, dann ist es halt blöd. Weil dann, vielleicht haben es ja viele, die es anschauen, auch so verstanden und nehmen jetzt die Kraft raus aus dem, was sie sind oder was sie... Ja. Es geht ja nicht darum, die Kraft rauszunehmen. Und das habe ich genau gemerkt. Da ist bei mir die Kraft rausgegangen. Und das wollte ich nicht. Und deswegen bin ich nicht da kurz dran geblieben. Ja, ist gut. Und wie hast du dann, da gab es ja irgendwie so einen Moment, wo es so ein in dir dann so ein Shift gab. Wie hast du den dann wahrgenommen? Naja, so wieder wie ein Aufatmen. Also, da war wieder alles, ja klar, ich wusste wieder, ja klar, ich bin ja auch das Licht, also Lucia, die Lichtkönigin, na klar, ist doch logisch. Es geht darum, ein Leuchtturm zu sein und nicht andere, wie wir schon gesagt haben, also da zu überreden oder ihnen zu sagen, wie die Welt ausschaut oder was das Beste ist, genau. Ja, ich habe das jetzt zum Beispiel, könnte man jetzt daneben diese Fridays for Future Bewegung, ne? Habe ich gerade irgendwo so ein paar Videos gesehen im Netz, und da wurde ihnen dann so eine Parole rausgegeben, das war jetzt zeitgleich mit diesem Video da, was ja als Scherz gemeint war, mit dieser, die Umweltsau da, ne, die Oma, ist eine Umweltsau, und dann gab es, ich glaube, WDR hat das aufgenommen, ne, meine Oma ist eine alte Umweltsau, haben die Kinder dann gesungen. Und da wurde so eine Parole rausgegeben, dass die Eltern ihnen ihre Zukunft kaputt machen und stehlen. Mhm. Und das haben die dann alle so im Kollektiv gebrüllt. Und da kommt ja so richtig Energie dann hoch, ne? Und da könnte man auch sagen, okay, da wird also diese Jugendliche, ein Stück weit auch die Naivität, die Jugendliche, diese Verbundenheit jetzt, das Kollektiv und die Energie, die da ist, wird jetzt genutzt, um die Generationen zu spalten oder gegeneinander aufzubringen. Ist vielleicht nicht beabsichtigt, ist vielleicht nur ein Nebeneffekt, ja. Aber wenn das Ganze ein bisschen weiter sich zuspitzt und ein bisschen mehr Benzin reingegossen wird, könnte das in so eine Richtung laufen. Kann man jetzt schon sehen. Und ich sag mal, es hat alles auf der Welt schon gegeben, alles Mögliche, ne? Also wenn man jetzt sich Aldous Huxleys dystopische Visionen durchliest, da findet man, also Schöne neue Welt, ne? da findet man schon irgendwie manchmal so ein paar erschreckende Parallelen zu dem, wie sich die Welt auch teilweise entwickelt hat heute. Ja. Ja, so, und ich finde, es ist total wichtig, dass wir ein Bewusstsein entwickeln, was sich nicht vollständig mit diesen Dingen andauernd identifiziert, die uns quasi so angeboten werden. Hm. Vor allen Dingen, was uns kollektiv medial ständig vorgefüttert wird. Wenn das einseitig ist, dann sollten wir da hellhörig werden, habe ich den Eindruck. Ja, was glaube ich auch wichtig ist, was ich jetzt an mir gemerkt habe, wenn ich jetzt einfach darüber hinweggegangen wäre, über mein Gefühl, das nicht mit dir angesprochen hätte. Ja. Das wäre sozusagen der sicherere Weg gewesen. Ja, ja. Und ich glaube eben genau das in die Ungewissheit und einfach zu sagen, ey, also ich fühle das gerade und das muss jetzt ja auch nicht unbedingt das Gefühl sein, wo alle gleich Applaus klatschen, wenn ich das jetzt, sondern einfach den Mut zu haben, mit dem zu sein, was gerade ist und das halt auch zu teilen oder halt ehrlich zu sein und nicht dieses, ich muss aber das und das bedienen. Sondern so zu reagieren, rauszufallen mit dem, was man fühlt. Und dann merkt man vielleicht, ich weiß ja nicht, wenn die Leute das sehen, vielleicht gibt es mehrere, die das dann so denken, vielleicht auch haben, vielleicht auch nicht. Ja, kann ja gut sein. Mhm. Wichtig ist, glaube ich, bei solchen Sachen, also das waren jetzt ja schon ein paar schwere Themen, die wir jetzt auf dem Tablet hatten. ich neige vielleicht dazu, mir auch extreme Punkte zu suchen, um daran meinen Standpunkt zu bestimmen. Hm. Wenn du auf dem Meer navigierst, dann brauchst du ja immer mindestens zwei Punkte auf dem Festland, wo du deinen Standort bestimmen kannst. Und wenn du jetzt so zwei mögliche extreme Punkte nimmst, dann hast du eine große Bandbreite, wo du dann zwischen dich bewegen kannst. Und so habe ich mir halt eben doch viel in der Geschichte immer wieder viele auch Extreme angeguckt und habe mich gefragt, wie ist es dazu gekommen? Wie konnte das passieren? Das waren für mich immer ganz große und wichtige Fragen. Gerade die unverständlichsten Sachen, die fand ich dann häufig am faszinierendsten und wollte das für mich auch innerlich verstehen und lösen. Hm.
Und es ist ja auch dann erschreckend, wenn man dann die Parallelen sich anschaut, also die, wenn man das runterdestilliert auf die Essenz, was man braucht, um bestimmte Prozesse auszulösen. Also du brauchst eine bestimmte Idee, du brauchst eine bestimmte Agenda, du brauchst eine bestimmte Bewegung. Ich meine, dieses Experiment, wo es dann das Buch und den Film zu gab, The Wave, ne? Also die Welle, der hat das ja super reinszeniert, könnte man sagen. Und hat ja gezeigt, wie einfach und schnell das geht. Und das ist, da hat sich nichts, Stichwort auch Milgram-Experimente, Zimbardo, diese ganzen Sachen, da hat sich ja nichts dran geändert. Ja. Und das hat Herr Grof ja auch beschrieben, jetzt kommen wir vielleicht zurück zu dem Thema von dir, dass genau paradoxerweise in solchen Dynamiken diese Schattenaspekte, auch die schwierigen Aspekte im Geburtsprozess, die zum Beispiel in veränderten Bewusstseinszuständen dann häufig als Überwältigung erlebt werden, als Ohnmacht, als Monster oder Angst, Panikzustände und so weiter, dass diese Dinge dann in propagandistischer Bildsprache immer auf den Gegner projiziert werden. Also sowohl in Bild als auch im Wort. Das kann man dann immer sehen, wie dann Leute ständig quasi immer wieder auf eine ähnliche Weise diabolisiert werden. Und das ist dann das Paradoxe, das schlägt im Unterbewusstsein der Psyche von im Grunde von allen Leuten an, weil ja alle im Grunde im Leben auch diese Erfahrung immer wieder gemacht haben, vom Geburtsprozess bis heute. Ja, aber kannst du das nochmal konkretisieren? Also was passiert da, dass dann diabolisiert wird, oder? Nö, da wird einfach irgendwie jemand genommen, dem hat man, was weiß ich, vorher jahrzehntelang Waffen geliefert und auf einmal macht er irgendwas für seine eigenen Leute und nicht mehr für uns. Und dann wird der halt, dann wird der auf allen Tageszeitungen abgedruckt als Monster, als Grimasse. Das hat ja der Stürmer auch schon gemacht damals in den 30er Jahren so. Also, oder davor auch schon, das ist ja so alt, seitdem ist die ersten, ja, wie soll ich sagen, die ersten Verbreitungen gab im alten Ägypten im großen Stil oder Rom, in der Antike hat es die Sachen ja auch schon gegeben. Sobald du anfängst, dann jemanden auf eine gewisse Weise zu stilisieren, dann geht diese Projektion von diesen Schattenthemen los auf diese Person. Mhm. Und was hat das mit dem Mutterleib zu tun? Ja, das hat was mit dieser sogenannten zweiten Matrix zu tun, so hat Grof das damals genannt. Das ist eben die Phase in, oder die dritte auch, zweite, dritte. Also das ist die zweite, sind die Phase, wo die Cervix noch geschlossen ist und die Kilos pressen aufs Kind und es gibt eigentlich kein Vor und Zurück, es gibt keinen Ausweg. Und das ist eben eine Situation, die potenziell traumatischen Charakter besitzt. Und diese Situation, die kann sich im Leben ja immer wiederholen. Jede Krise hat so eine Phase, in der du quasi... ja, in der dir der Boden weggezogen wird, wo du da stehst, nicht vor, nicht zurück weißt, ja, bedroht dich fühlst, vielleicht Schmerzen hast und du siehst keinen Ausweg, kein Licht am Ende des Tunnels. Das ist diese Phase und das wird dann häufig mit Folter und Qualen und so weiter in Verbindung gebracht und in veränderten Bewusstseinszuständen auch. Und die Phase danach, wenn die Öffnung dann kommt, quasi das Licht am Ende des Tunnels kommt und die Energie, sage ich mal, synergistisch wird zwischen Mutter und Kind, die Bewegung synergistisch wird, das ist dann so diese Phase, wo dann eben auch so ganz viel so Kampfszenen und so weiter in veränderten Bewusstseinszuständen erlebt werden. Mhm. Und das hat er so beschrieben, er hat da vier Matrizen beschrieben. Und wenn da irgendwas nicht so richtig rund abgerundet ist, das hat er dann in seinen tausenden Sitzungen mit LSD und so weiter herausgefunden, genau wie Leuna auch, der hat ja solche Sachen auch gemacht, Hans-Karl Leuna, dass Menschen dann im Leben dazu neigen, diese Dinge zu projizieren oder zu reinszenieren. Mhm. Das heißt, sie suchen das ständig irgendwie im Außen, immer wieder eine Kampfsituation, das kann auch dann im Hochleistungssport sein oder im Beruflichen, und dass sie sich dann nur lebendig fühlen, wenn sie das die ganze Zeit immer wiederholen, wiederholen, wiederholen. Oder die stecken nach wie vor immer noch in dieser zweiten Phase fest, irgendwie so gefühlt, und haben das Gefühl, ich kann eh nichts machen. Hilfe, mein Leben ist, ich bin nur Opfer. Ja. Natürlich sind wir alle auch irgendwie Opfer,
Es wollen ja manche auch nicht wahrhaben und sagen, muss ich das Opfer sein, musst du komplett irgendwie loswerden und so, und dann geht es dir gut. Mhm. Ich sage mal, man kann nur loswerden, was man wirklich zu sich genommen hat. Mhm. Und das wäre, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, also dass wir dann erstmal schauen, was es mit diesem Opfer denn auf sich hat und wo das vielleicht begonnen hat. Und dann kommt man vielleicht auch darauf, das war bei mir zumindest so, dass diese Themen transgenerativer Natur sind und dass die eben in den Generationen davor häufig auch schon zu finden sind und eine ganz essentielle Rolle gespielt haben. Ja, und über das holotrope Atmen kann man sozusagen herausfinden, in welcher Phase der Geburt sind vier Phasen, habe ich richtig verstanden, ne? Ja. Und in welcher Phase der Geburt sozusagen Trauma passiert ist oder wie würdest du es... Ja, ich bin immer vorsichtig mit Wahrheitsfindungen. Das ist in der Hypnose auch so. Da haben manche auch die Idee, jetzt mach mal und wir wollen mal herausfinden, ob da was gewesen ist oder ob da was mein Stiefvater was gemacht hat oder irgendwie solche Sachen. Ne? Das finde ich immer sehr, sehr heikel. Das mache ich nicht. Ich würde das eher sagen, man kann so Hypothesen aufstellen. Und wenn du da jetzt in so einem Prozess bist und hast den vielleicht ein paar Mal gemacht und es kommt immer wieder an einer ähnlichen Stelle zu einem ähnlichen Erleben, zu so einer Verdichtung, dann ist die Chance schon hoch, dass da was auch so war. Sonst wäre das jetzt ja in dem Moment auch dann nicht so. Wird sich das wahrscheinlich nicht immer wieder so zeigen. Ja, also dass wir nicht mit einer äußeren Geschichte, zum Beispiel das und das ist passiert, nicht danach suchen, sondern eher das Erleben als, als Vordergrund oder als Hauptgrund oder Fundament nehmen und darauf dann schauen, was die Erfahrung, wie sie sich anfühlt und nicht unbedingt sehen, was jetzt genau dann im Außen... Nicht unbedingt einen Stein meißeln wie eine Wahrheit jetzt. Ne? Ja, okay. Sondern es geht ja dann eher, ich sage ja, es ist ja eh sowieso eher ein Zellbewusstsein, eine leibhaftige, eine körperliche oder eine Wahrheit vom Nervensystem. Mhm. Ja, wo es dann auch dann darum geht, das wieder zu regulieren. Ja. Und du hast gerade gesagt, dass wenn wir in dieser Phase vielleicht sind, wo es eben nicht vor und nicht zurück geht und die Wehen sehr stark sind, dann sind wir ja in dieser, so ein bisschen ausgeliefert. Und vielleicht sind dann da, meinst du, da gehen auch viele Menschen so in so einen Freeze-Zustand? Also hast du ja gerade auch schon gesagt, so dass die sich so ein bisschen... Genau. Und jetzt gib mir nochmal ein paar Beispiele, wie sich das dann im späteren Leben anfühlen kann und wie wir aus diesem Freeze rauskommen, weil du hast auch auf deiner Webseite gesagt, dass wir als Gesellschaft ganz viel darauf reagieren, wenn die Menschen sozusagen in diesem Überaktiven sind, ne, zu viel Stress oder Rhythmusstörungen und so weiter, aber auf das Freeze wird gar nicht so richtig geschaut und das ist ja etwas, was auch, weil das ist wahrscheinlich einfach gesellschaftsfähiger, im Freeze-Zustand zu sein, dann fällst du halt nicht so auf und ob du da irgendwie halb in einer Depression, das ist halt nicht gefährlich, sag ich mal, oder fällst einfach nicht so auf, oder? Und wie kommen wir, also wie würdest du diesen Freeze-Zustand beschreiben, wie können wir ihn erkennen und wie können wir ihn lösen, ohne zu dogmatisch zu werden? Ja, also das sind ja dann diese Shutdown-Zustände, ne? Also das sind auch Zustände, wo man seinen Körper nicht mehr parat hat. Das heißt, wo man im Grunde dann auch dissoziiert und wo man einfach nicht im Hier und Jetzt ist oder wo man einfach bestimmte Sinneskanäle auch wegblendet. Mhm. Und das machen wir, würde ich sagen, andauernd. Ja. Ne? Das wird, würde ich sagen, ständig. Sonst könnten wir vielleicht in dieser Welt oder Kultur, wie sie ist, gar nicht überleben. So, und das ist ja ein gesunder Mechanismus eigentlich, ich habe da auch mal ein Video zu gemacht, das ist eigentlich ein Notfallmechanismus, so ein Notfallprogramm, um in schwierigen Situationen, die sehr bedrohlich sind, eben überleben zu können. Also wenn dich jetzt ein Raubtier packt und du empfindest dann keinen Schmerz mehr und schaltest das alles weg, ist das eigentlich ein großes Geschenk der Natur, als wenn du das jetzt alles en Detail erleben müsstest, wie der Tiger dir die Zähne reindrückt, ja. Sage ich jetzt mal so. Und wenn das eben weggeblendet werden kann, dann ist man vielleicht wie so eine Art Beobachter von der ganzen Situation und muss das eben nicht am Leib erleben. Und das ist etwas, was Menschen dann, glaube ich, häufig mit sich selber machen den Tag über. Mhm. Und natürlich auch, das ist was, das andere Extrem, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch sehr beliebt. Das wird ja auch sehr belobt mit Geld und Status, dass man tschakka, tschakka, tschakka. Und dann fallen die Leute aber häufig
abends, wenn sie nach Hause kommen, ins genaue Gegenteil. Das ist dann eher dieser Shutdown. Ja. Dann frieren sie eher ein und sind dann im Grunde nicht mehr, ja, wie nicht mehr ansprechbar, hätte ich beinahe gesagt. Und das ist, das sind Strukturen, wie man sie eben auch kennt von klassischen chronischen Traumastress, wenn du Gas und Bremse immer gleichzeitig bedienst, so, ne? Und dann in dieses Überschießen reingehst und ja, genau. Und ich denke, das sind häufig Menschen, die dann einfach merken, ja, dass es zum Beispiel ihnen nicht gut geht, dass sie aber überhaupt keine Idee haben, wie sie da rauskommen können. Oder dass sie schon Ideen haben, aber das überhaupt nicht umgesetzt kriegen. Und sobald es jetzt um irgendwas geht, dann macht das System irgendwie zu. Ja. Und das, weil es konkreter wird, ja, kommt der Shutdown. Und das, ja, das kann sich auch in ganz konkreten Phänomenen äußern, wie das, was weiß ich, ein Körperbereich nicht mehr zugänglich ist oder dass einem die Stimme dann wegbleibt oder so. Das würde auch dazugehören. Also alles eigentlich, wo man, ich sag mal, sich auf eine gewisse Weise ohnmächtig fühlt oder überwältigt fühlt und infolgedessen nicht, ja, nicht mehr handlungsfähig ist. Und wie begleitest du Menschen, wenn die in diesen Überlebensmechanismen eher zu Hause sind? Also ja, dann geht es eigentlich darum, vor allen Dingen Sicherheit erstmal herzustellen und diesen sogenannten ventralen Vagus online zu bringen. Das ist also der 10. Hirnnerv, der ist also ja, ganz essentiell für unser Nervensystem. Also für die Zugewandtheit und für die soziale Interaktion. Wenn ich das, wenn der offline ist, beziehungsweise in seinem hinterseitigen Strang ist, dem Dorsalen, dann ist eben der Shutdown da. Und dann sind wir also, ja, dann sind wir im Grunde nicht mehr gut im Kontakt, weder mit uns selbst noch mit den anderen. Es gibt natürlich auch so Mischformen, wo beide aktiv sind, bei einer tiefen Entspannung, bei Meditation, Massage, Sexualität auch. Genau, und da ist man dann also noch zugewandt, aber auch tiefen entspannt. Und wenn ich jetzt mitbekomme, dass hier jemand ist, der so weggeht, dann wäre meine erste Intervention, ihn wieder hierher zu bringen, in Kontakt zu bringen. Das kann auch vielleicht mal, wenn das vorher abgesprochen wurde, über einen körperlichen Kontakt sein. Hand an der Schulter, Fuß am Fuß oder so. Und das zu realisieren. Aha, wo gehst du denn jetzt gerade hin? Hm. Und je mehr Menschen das verstehen, wie sie das machen, dann entsteht so eine Art Neuromapping, nenne ich das, so ein Mindmap, wie ich im Alltag das mit mir selber mache. Weil letztendlich machen wir alles immer mit uns selbst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Also wenn zum Beispiel jemand im Gespräch einfach, du merkst, der driftet ab, also der redet nur noch, aber der ist gar nicht mehr. Ja. Das darauf aufmerksam machen, wo das passiert, wo dieses genau, ja. Aus dem Körper treten oder. Ja, okay. Genau. Ja. Ja. Und darauf aufmerksam machen und dann gibt es noch eine körperliche Übung sozusagen, dass man da auch wirklich sich immer wieder in den Körper bringt. Oder arbeitest du dann da auch mit dem Körper oder? Ja. Also ich, also im Soma zum Beispiel, da geht es sehr stark darum, im Soma Embodiment, das die Sonja Gomez entwickelt hat, aus dem SE heraus zum Beispiel, dem Somatic Experiencing nach Levine, geht es also sehr stark darum, den Körper wieder in der Aufrichtung wahrzunehmen, im Raum wahrzunehmen, gucken, wie du dein Feld organisierst, welche Kanäle möglicherweise deiner Wahrnehmung zu sind. Oder auch welche Bereiche, möglicherweise ist irgendwie so eine, hast du eine stärkere und eine schwächere Seite und auf der schwächeren Seite blendest du vielleicht aus einem bestimmten Winkel Dinge immer weg. So, und das hat vielleicht was mit einer Erfahrung zu tun. Die kann auch zurückgehen bis in diesen prä- oder perinatalen Bereich oder postnatalen Bereich. Also das kann aber auch eine spätere Erfahrung sein, wo du im Leben irgendwie hat ja einer einen Ball vom Kopf geschossen. Mit Karacho beim Sport oder so. Und du hast dann das nicht mitgekriegt und dann knallte dir auf einmal vor den Kopf und ja, auf einmal hast du irgendwie, was die Seite angeht, irgendwie immer so Effekte, dass du irgendwie wegzogst oder
den Kanal komplett ausgeblendet hast oder wenn dann irgendwie ein Unfall war mit dem Auto oder irgendwie was. Ja, das können alles so Sachen sein, die dann bestimmte Dinge dann einfach auch wirklich in deinem Territorium, das du einnehmen könntest, verhindern. Hm. Oder ja, so und genau, da arbeiten wir eben mit verschiedenen Dingen, um das auf der Körperebene erstmal zu realisieren. Das Tuning Board ist zum Beispiel eine Möglichkeit, darüber das wahrzunehmen, wie sich das gestaltet. Das ist eine instabile Standfläche, die im Grunde die ganze Zeit in Bewegung ist. Und wenn man da mit Menschen arbeitet in bestimmten Kontexten, dann kommen interessanterweise auch die Themen hoch, die genau dann mit dem Körper oder im Körper gespeichert sind in dieser jeweiligen Richtung. Ja. 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 Und du machst schon auch die Erfahrung, dass viel halt im Pränatalen oder ja, oder bei der Geburt sozusagen, dass da viele Prägungen passieren, dass du dann doch also, zurückkommst wieder. Hm. Also nicht jede Geburt muss per se traumatisch sein, das würde ich ein bisschen anders sehen als andere Leute. Es gibt ja auch zum Beispiel diese Frauenbewegung, Orgasmic Birth Movement und so weiter, die ja, und wenn man sich das anguckt, auch in Südamerika oder so, wie die Frauen da die Kinder kriegen, gerade noch in diesen indigenen Kulturen auch, jetzt natürlich nicht Sao Paulo unbedingt, da haben sie, glaube ich, mittlerweile 75% Kaiserschnitt Geburten, sondern ich meine wirklich so die traditionellen eher noch. Ich habe da vor 2 Jahren auf dem Schamanismus-Kongress in München, wo ich immer mal wieder spreche, Weltkongress für Ganzheitsmedizin ist das, da habe ich Schamanin kennengelernt, die hat irgendwie 4000 Kinder zur Welt gebracht in ihrer Hütte. Und ja, wenn man dann sieht, wie das so, also wie sie das beschreibt oder Bilder zeigt, wie das dann da abläuft, da merkt man schon, da ist eine ganz andere, wie soll ich sagen, Vorbereitung, ne, dafür. Ja, also, ja, weil du auch sagst, nicht jede Geburt ist traumatisch. Ich glaube, es ist auch einfach ausschlaggebend, wie die Verbindung ist. Also ob du in Verbindung bleibst mit dem Kind und wenn die Mutter wirklich in Verbindung mit sich und dem Kind ist, dann das ist ja eine Begleitung durch die Krise. Genau. Und wenn in der Krise nicht alleine sind, dann ist eine Krise, aber dann ist sie nicht traumatisch, sondern dann kann sie eben gleich als Resilienz auch vielleicht genutzt werden. Genau. Und wenn du diese Erfahrung eben nicht gemacht hast, zum Beispiel durch jetzt den, also wenn die nicht vollendet wurde, zum Beispiel durch den Kaiserschnitt, dann ist es möglicherweise so, das hat die Friederike auch immer beschrieben, mit der ich mal eine Zeit lang gearbeitet habe, ist eine Ärztin aus Zürich, die mittlerweile in Rente ist, dass dann die Energie quasi sich im Raum verteilt und das Kind in dem Moment dann den Abschluss ja nicht hat, weil dieser Prozess durch den Kanal ja fehlt und dieses ich drücke mich da jetzt durch, ich kämpfe mich da durch oder ich werde da durchgedrückt von der ganzen Dynamik, die dann besteht. Da fehlt ja dann nicht nur die, in Anführungsstrichen, diese Impfung durch die durch den Schleim der Mutter, sondern das macht man ja heute, dass man das dann hinterher noch nachholt, aber auch der ganze Prozess fehlt ja und das kann dann durchaus so sein, dass Menschen dann die Erfahrung haben im Leben, dass sie Dinge dann einfach nicht zu Ende bringen. Oder kurz vorher, wenn es ernst wird, brechen sie ab. Ja. Und das ist zum Beispiel sowas. Und ich denke schon also, dass der Geburtsprozess da eine ganz hohe Signifikanz hat für die weiteren Prozesse, wie wir das Leben gestalten. Aber ich würde das nicht mit einer Ausschließlichkeit sagen, wie das manche machen. Zum Beispiel gibt es ja andere Atemtechniken, wie beispielsweise Rebirthing oder so, da wurde dann gleich immer jeder Prozess, der dann da stattfand, immer sofort darauf zurückgebunden. Aha, das ist jetzt das. Und das lassen wir beim Holotropenatmen eher offen. Mhm. Also wir geben dem eher einen Raum, sich entfalten zu lassen und man schaut dann dabei schon, aber man geht nicht sofort und stülpt das sofort darüber. Ja. Wenn man das so vorgibt, dann produziert das Unterbewusstsein oder die Leute selber nachher vielleicht auch diese Dinge einfach, weil man das Gefühl hat, unbewusst, das wird hier so erwartet oder das muss hier so sein. Ja, vielen Dank, Jörg. Ja, danke dir auch. Es war auf jeden Fall ein
Ritt durch, aber es kommt immer wieder zurück auf das, auf diese Programmierungen, die wir eigentlich ja so oft eben doch zum großen Teil von Geburt an haben. Ja, danke. Ja, ja, mit der Programmierung, das ist vielleicht nochmal ein ganz gutes Wort. Ja. Wenn da also dieser Prozess schon defizitär abgelaufen ist, dann ist man definitiv viel, viel empfänglicher für hinterher auch diese kollektiven Programmierungen. Ja, ja, klar. Das ist wirklich ein Problem. Und und auf der anderen Seite ist man auch viel weniger in der Lage, weil man viel weniger bei sich selber ist, Dinge dann wiederum im Hier und Jetzt zu objektivieren und im Hier und Jetzt bei sich zu sein, weil dafür brauche ich wieder diesen ventralen Vagus und die Bindung und die Beziehung, um online zu sein. Und wenn ich das nicht habe, dann bin ich eigentlich nicht zu Hause, bin ich nicht da. Und dann bin ich wiederum sehr, sehr empfänglich für diese Suggestionen und auch diese Kauf-dich-glücklich-Suggestionen, was auch immer, ja. 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 Ja, ganz wichtig, dass wir dann nicht mehr genau unterscheiden können, was ist nahrhaft und was ist nicht nahrhaft. Und das auf alle Ebenen bezogen und auch letztendlich die ganze Welt bezogen, also auf die Erde. Also was dient der Erde und was dient nicht der Erde und letztendlich was dient uns nicht. Und ja. Ja. Und ich finde, wo man gut mit nochmal schauen kann, vielleicht nochmal als Botschaft an alle, ob der Übermittler einer Nachricht mit Angst, vor allem mit Angst arbeitet. Also mit dieser Wenn-nicht-dann-Formel. Also wenn du das jetzt nicht kaufst, dann hast du, wenn du jetzt nicht das Mundhygienespray kaufst, dann kriegst du keine Partnerin ab. Wenn du das Auto nicht hast, dann bist du keine erfolgreiche Frau, kein toller Mann. Wenn du das und das jetzt nicht machst, dann wirst du in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich sterben. Oder in 10 Jahren ist der Planet tot oder am Ende oder was auch immer. Also das sind alles so immer Wenn-Dann-Suggestionen, die Menschen im Grunde aus ihrer Mitte herausbringen. Ich glaube, die allermeisten Menschen haben instinktiv schon ein richtiges und super gutes Gefühl für das, was gut, richtig und gesund und auch heilsam ist. Die brauchen eigentlich keine Missionare, die ihnen das sagen. Sie haben das in sich. Wenn man sie in diesem Selbstgefühl und dieser Selbststärkung lässt. Und das ist vielleicht so ein ganz gutes Schlusswort eigentlich. Ich glaube, ganz viel wird kulturell und medial daran gesetzt, die Menschen eher davon wegzubringen, von diesem eigenen Selbstbewusstsein. Ja, total. Ja. Und das fängt eben bei der Geburt an. Ja. Und endet, muss man sagen, beim Sterben. Klar, die beiden. Also in Nepal und Südamerika haben die immer das Gleiche gesagt. Das ist beides ein Tor, zwei große, gigantische Geheimnisse und dazwischen ist ein kurzer Witz namens Leben. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Gut. Danke dir, Jörg. Gerne. Vielen Dank.